Hamsterhändler. Müsste erstmal reichen. Hoffe ich, glaube ich. Weiß ich nicht. Zurück zur Mühle. Die Rügenwalder Mühle. Ich hätte gern alle. Alle Rügenwalder Würstchen. Moment, was Handförmiges. Warte mal. Ja. Er kam aus einem fernen Land, brachte all sein Gold an einen Strand. Versteckt es tief im Sand, fest im Griff einer großen Hand. Könnte das? Ich glaube, ich habe den Schatz gefunden. Wuhu! Ja, jetzt wo du sagst. Ist noch ein Stück weiter nach oben, ne? Den Schatz gefunden. Oben ist eine verschlossene Kiste. Ob es dafür auch ein Archiv gibt, alle Kisten zu finden und zu öffnen. Nein! Krüpp. Warum ist da auch keine Brücke? Naja, hier ist sowieso die Mühle. Da ist kein Platz mehr. Da muss er halt hier schlafen, ne? Oder auch nicht. Am Strand. Da wäre es zu viel gequetscht. Nein. Oder am Strand mache ich so ein Tipi-Zelt. Ist ja ein bisschen kleiner. Das passt aber irgendwie nicht. Hier nichts platzieren darf. Das sieht nicht sehr gut platziert aus. Oh. Vielleicht dann doch hier so hin. Da kommt wieder der Perfektionismus in Schicken hoch. Na, das ist der Weg. Dann lass das einfach hier so stehen. Was zum Chillen. So ein Schirm. Ich weiß nicht, was. Was willst du? Warum kann ich hier eigentlich nichts platzieren? Mach ich einfach hier noch einen weiteren Schirm hin. Warte, mit dir habe ich noch nicht geredet. Hast du eine schöne Zeit hier? Geht so. Normalerweise komme ich her, um mich inspirieren zu lassen. Bist du Künstlerin? Ich schreibe ein Buch. Cool.
Paula. Ja, dieser Paula-Joghurt mit den Flecken. Erst die Rügenwalder Mühle und dann der Paula-Joghurt. Haben wir dann auch noch ein bisschen Fruchtalarm? Ja. Ich mach so ein kleines Feuerwerk da. Warum existiert dieser Bereich dann hier überhaupt? Und noch was für die Romantik. Zur Not einfach alles an den Strand stopfen. Was geht? Und dann wird die Mühle auch fertig. Einiges. Was haben wir denn noch an Quests offen? Alle Camps finden, Oma treffen. Oben ist wieder... Ah, da ist noch eine Kiste. Kiste, lass mich zu dir. Muss jetzt wirklich außen rumlaufen. Hier ist direkt ein neues Camp. Goldfeld. Gold. Gib mir Gold. Das Dorf gehört dann hier auch dazu. Ja. Wieder auch ein Traktor aufgemalt ist. Der Traktor, von dem ich die Reifen geklaut habe. Ich bin fix und fertig. Ja, schön für dich, Paula. Möchtest du einen Joghurt mit Flecken haben? Sorry, habe ich nicht. Warum bietest du mir ihn dann an? Das war eine rhetorische Frage. Die Gitarre. Rockstar, yay! Applaus, Applaus, Applaus für das Chicken und ihre unglaubliche Darstellung. Dabei kann ich nicht mal Gitarre spielen. Egal. Muss keiner wissen. Dann muss ich bestimmt auch irgendwas noch machen. So wie mit der Schaufel und der Spitzhacke auf der Baustelle, wo ich die Schaufel mitnehmen konnte. Für das Juwel des Schwarzen Turms. Weiter Weg. Und am Ende ist da oben einfach nur nichts. Und eine Truhe, die ich schon aufgemacht habe. Ist da jetzt im Grunde nichts, da ich es schon mitgenommen habe. Schicker Wasserfall. Und weniger schicker Baum, der mich blockiert. Ist hinter dem Wasserfall vielleicht eine Höhle? Ja, aber da ist eine Kiste am Baum. Und Geld. Geld, 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 Geld. Ich habe ja auch schon aufgemacht. Ah, Boot, Schiff. Ich bin der König der Welt! Oh nein! Na gut, wir sind schon gesunken. Also mehr als sinken können wir jetzt nicht mehr. Was ist mit diesem Boot passiert? Das Wrack sieht cool aus. Erstmal plündern.
Kann ich auch den Anker mitnehmen? Nö. Nö. Die ganzen anderen Baumstämme nimmst du mit, aber den nicht, hä? Zehn mehr Erfahrung. Oder ich stand einfach nicht pixelgenau genug. Zwölf. Camp Atoll! Dann müssen wir ja nicht mal viel finden, ne? Was? Achso, die Fackel. Ja. Du bist ein Pro. Level 10. Weil ich eine Fackel repariert habe. Ist Level 10 das Maximum? Oder wie? Anscheinend. Dann genügend Skills, um die anderen Sachen zu... Ja. 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 Münzensammler. Pilzsammler. Recyceln. Ich habe sogar noch einen. Ein Sternekoch. Schneller lernen! Dieser eine übrige Skillpunkt. Na ja, erstmal wieder runter zu Goldfeldcamp gehen. Ich habe ja momentan genügend Ressourcen. Wieder tolle Sachen zu bauen. Oh. Ganz toll, ganz toll, ganz toll. Pilgergipfel geht's da lang. Goldfeld. Welcome, welcome, welcome. Lagerfeuer. Schlafplätze. Ich komme mal wieder ein Bungalow. Wie groß ist das Ganze hier? Ja, sieht recht groß aus. Könnte ich dann auch mal wieder so einen Marktplatz platzieren? Marktplatz hätte ich gerne. Großen Pool habe ich noch gar nicht gemacht. Wie weit kann ich das nach hinten schieben? Nicht sehr weit. Wo möchte ich denn dann gerne am besten Picknick machen? Hier so. Im Wasser. Hier möchte ich Picknick machen. Ihr etwa nicht? Verstehe ich nicht. Palme.
Auch ein Eingang. Chicken B drücken, nicht Y. Zur Not immer eine Fackel. Nee, du bist so. Hier war doch vorhin noch eine andere Person. Da. 3, 4, 5. Was machst du? 6. Zähle bis 10. 7. Spielst du Verstecken? Ja. Willst du mitspielen? Bist du nicht gerade mitten in einem Spiel? Nein. Jemand will mit mir spielen. So zählst du dann? Ich übe nur. Also, willst du mitspielen? Klar. Du zählst bis 10. Viel Glück bei der Suche. Ich bin die Beste in diesem Spiel. Es gibt so viele Stellen zum Verstecken in diesem Park. Also such überall. Mach die Augen zu. Oh nein, wirklich. 1, 2, 3 bis 8, 9, 10. Ich komme. Ich muss jetzt ernsthaft. Okay. Im gesamten Park. Essen. Wie groß ist denn hier das Stadt? Obwohl, da gehört nicht viel dazu, ne? Vielleicht am... Wir hatten ja vorhin einen Grill. Na, quatsch ich hier so die Tiki-Bar hin. Am Strand. Und Party. Großer Pool! Kein Holz dafür. Radio hatten wir auch schon lange nicht mehr. Na gut, wo soll ich auch hier am besten Pool hin platzieren? Ich brauche mal wieder mehr Holz. Du kannst dir auch Holz kaufen, ne, Chicken? So ist es ja nicht. Kein Pasta. Pilze brauche ich ja nicht so viele. Hm. 25 und dann noch ein 10er voll. Noch ein Schlafplatz. Junge. Ganz schön gierig. Ganz schön gierig. Die Leute von heute. Aber hier ein bisschen weiter weg. Und noch mehr Essen.
Oh. Oh.